Aufnahme, weil irgendwie war bei mir der Hintergrundsound ein bisschen zu leise. Zu leise. Leise, der Leise. Da kann man sich was ausleihen. Ja. Von der Frau im Also See. das ist so dieser, also du kennst doch diese komischen Brunnen, in die man Münzen reinwirft. Da gibt es bestimmt auch Seen von. Genau, Ja, und Bleibrunnen, ja. Bleisee. Genau. Nee, genau, weil wenn du dir da aus dem Brunnen was rausnimmst, dann musst du das wieder zurückzahlen, sonst kommt die Mafia. Das ist der Leisee, genau. Und wie nennt man die Mitglieder dieser Leisee-Mafia? Mafiosi. Mafiosi. Ja. So. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist mal wieder der Sklaventreiber, der den armen Marky Boy früh aus dem Bett holt. Ja. Ja. Mäh. Scheiße, ich sehe aber wirklich ein bisschen aus, als wäre ich im Eimer. Oh Gott. Sieht man das irgendwie? Ja, nee, Moment, man sieht nicht, worauf du sitzt, oder? Oder worin du sitzt. Nee, nee, das zum Glück nicht. Aber ich habe ein bisschen Augenringe, kann das sein? Hab ich Augenringe? Oh, Augenringe. Das wäre doch auch mein schönes Geschenk zum Jahrestag. Oh nein, das ist gemein. Naja, gut, bei manchen prominenten Paaren gibt's das wohl auch. Warte mal, wer war denn das nochmal? Im Zweifel Brangelina. Ja, nee, hier, Chris Brown? Wer ist Chris Brown nochmal? Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch der Fall, habe ich den Namen auch falsch. Also, da war irgendeiner, da haben sie immer Witze drüber gemacht, dass der seine Frau geschlagen hat. Was ich nicht witzig finde. Ach, das war Chris Brown. Ich weiß nicht, ob der so hieß oder ob das ein anderer war oder. Ach. Ich bin da leider auch nicht so auf dem Stand. Ich hab's nicht so mit Gossip und so einem Kram. Na, Jetzt jede. weiß ich, wen du meinst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Chris. Der Nee, hieß doch oder nicht hieß der? Chris. Nee, der hieß nicht Chris. Wie komme ich auf Chris? Du Aber. denkst vielleicht an Chris Rock Ah, oder so. Bobby Brown, oder? Nein. Nee? Nee. Warte mal, aber wie hieß. Bobby Brown ist ein Lied, oder? Nee, ich glaube, das ist. Oder? Ah, Jetzt komme ich echt nicht. Bobby Brown. Vielleicht muss ich jetzt auch gerade Doch, wieder doch. an Wachen und an Polizisten denken. Wegen Bobby. Oh Mann. Chris Bobby? Chris Bobby. Bobby Chris. Jim John. John Boy. Okay, Das machen wir wäre mal. ja so, als würde man Jack Johnson heißen. Nein, Jack. halt. Was? Jack Johnson. John Jackson? Ich habe heute eine Weihnachtstasse, sehe ich gerade. Freuen sich Eine die Leute Wein. wieder. Ja, weil damit suggeriert wird, dass wir erst zu Ja. Weihnachten diese Aufnahme gemacht haben. So, ich wollte ja ausnahmsweise auch heute mal den das. Gleich anfangen und nicht Da, ewig labern. ja, gleich anfangen und nicht ewig labern. Und ich wollte mal das Intro skippen, damit wir dadurch auch nicht Zeit verlieren. Ja, so viel dazu. Okay, ich glaube, wir sind hier schon überall fertig auf dem Bildschirm. Meine Kamera steht heute so hoch. Moment. Deine Kamera steht heute so. Zu hoch. Ach, so hoch. So ist Ja, besser. damit alle auf dich herabblicken können. Oh, du Ich schaue bist halt zu den gemein. Leuten auf. Ja. Zu allen. Ja, außer zu dir. Du bist ungefähr auf meiner Augenhöhe gerade. Das ist schön. Oh, okay, dann gehen wir mal einfach mal da rein. Jo. Oh, Also, das links, das ist definitiv Mana, weil das wird in Spielen immer blau dargestellt. Und das rote ist nicht direkt das Rot, was ich von Heiltränken kenne. Das sieht aus wie ein Liebestrank. Es wäre so lustig, wenn es stimmt. Ach so, sie will. Aha, natürlich, die große Hexe Arcadia will. Warte mal, Arcadia. Die Welt mit ihrer Liebe überziehen. Amoria. Oh Gott. Große Hexe Amoria. Die Amorelie. Nein, okay. Wir reden jetzt nicht über Werbung für den Eich. Egal. Für wen? Den Professor Eichelschmeichler.
Oh Mann. Eieieiei. Zoten hier schon wieder. Ja. Zoten für die Quoten. Natürlich. Um Titten kann man ja nicht bitten. Bei uns. Na gut, nee, ach, wer ist das denn jetzt? Wer ist das denn jetzt? Ist das der gleiche Schatten wie draußen? Nee, oder? Ah doch, ja, das müsste ja der sein, der die Nachricht überbringen wollte. Wie war der denn nochmal? Ich habe so keine Ahnung, das ist schon so viele Monate her. Ja, es ist ja schließlich schon wieder Weihnachten. Du machst da übrigens Prost. Wieder Schleichwerbung. Wieso, für Weihnachten? Ja, stimmt. Ja. Natürlich, natürlich. Weihnachten ist ein eingetragenes Warnzeichen von Coca-Cola. Von Franz Beckenbauer. Ja, das auch. Jetzt weiß ich auch, was du gemeint hast. Was? Ah ja, dann hab ich dir zu Weihnachten ja Augenringe geschenkt. Ja. Allen dir. Ein Traum. Wäre jetzt schön. Ja. Ach Mann, wer ist denn das jetzt? Sören hatten wir vorher. Ja, ja. Clarence hatten wir auch schon. Ja. Der wurde manipuliert. Manipuliert? Gebieterin, Gebieterin! Was ist das? Ein Papagei? Dominika? Scheiße. Achso. Gebieterin, Gebieterin! Sagt ja keiner, dass die alle männlich sind, oder? Nö, sagt keiner. Man sieht's ja nicht, die haben ja alle oder, diese... Oder hattest du den gesprochen wie den Pagen? Ah, das kann natürlich auch sein. Dann nehmen wir jetzt einfach den Pagen, einfach der Einfachheit halber, damit ihr heute mal noch zu was kommt. Damit ich was Gebieterin, Gebieterin. Bitte antwortet mir, sagt irgendwas. Sollte euch etwas zustoßen, wüsste ich. Ach, jetzt doch nicht. Warte bis später. Ah, alle drehen hier völlig durch. Hey, vielleicht sollte ich mich als Arcania ausgeben. Ich schreie einfach Ruhe, Untertan! Ja, sie ist ja fast eine Hexe. Medium, Hexe, ist ja fast das Gleiche. Ach so, ja, genau, wo ich jetzt Maya sehe, da fällt mir was ein. Wir haben heute keine Maya dabei. Schon? Ach ja, stimmt. Ja, also das hat leider so zeitlich nicht geklappt, die ist jetzt momentan woanders. Übrigens, ja, da kann ich ja gleich mal fragen, hast du nächste Woche unter der Woche zufällig schon mal Zeit? Da sowieso nicht, ne? Eventuell käme auf den Tag an und die Uhrzeit. Okay, ja, wenn sich da irgendwo eine Lücke ergibt bei uns beiden, ist dann nämlich, also wir sind da ziemlich flexibel nächste Woche. Also eine Lücke habe ich immer, aber ob es von der Zeit her passt, ist die Frage. Also in den Zähnen meinte ich natürlich, ich muss ja, mal zum Zahnarzt endlich. Natürlich. Fällt mir wieder dieser blöde Witz, ein Fahrradsattel, oder wie ich sagen würde, schade. Oh Mann. Jo, nee, also ja, müssen wir uns mal nach der Aufnahme drüber nochmal so ein bisschen unterhalten. Damit das eventuell mal klappt, dass unsere Maya auch eine Maya ist. Ja. Ich meine, du bist ja auch eine Maya, aber du sprichst die nicht in inoffiziellen Fandubs. Apropos, wann geht's denn da mal weiter? Ich habe gestern mal wieder eine Folge. Also. Lass uns weitermachen. Besser ist. Ich würde eigentlich schon gerne. Oh! Wie viele Folgen? In der Tat. Noch? Wie viele hatten wir denn? Wir waren bei Folge 5. Jetzt müsste die 6. Folge folgen. Ich frage mich, was hier vorgefallen ist. Vielleicht hat sie ihren Besucher in eine goldene Statue verwandelt. Hoffentlich verliert diese hier keinen Arm. Ja, dann wäre die Person nämlich nicht mehr arm dran.
Da können wir uns jetzt aber viele Schattenstimmen überlegen, du. Oh, war ja. Oh. Erstmal Münze. Das wäre die, die sprechen müssen. Hallo! Hallo, ich bin eine Münze. Bitte verstau mich nicht in deiner Tasche. Bidding. Wie viele waren es hier? Hast du geguckt? Keine Ahnung. Ach so, das hatten wir ja gar nicht gesehen, weil wir gar nicht über den aber wir sind reingelaufen, Map Stream, ja. Map Stream. Über den Map Stream. Den Map Screen. Map Screen. Schauspieler, der schon lange nicht mehr in Filmen aufgetreten ist. Kennst du Map Stevens? Okay, das war, glaube ich, ein Musiker. Ist der nicht zum Islam konvertiert? Was? Hä? Doch? Ja? Ja. Ist der? Wusste ich ja. gar nicht. Heißt jetzt Yusuf. Yusuf? Mhm. Huch. Und hat dann mit Ronan Keating gesungen. Ah. Heißt der denn Yusuf Stevens? Nee, Cat Stevens meine ich. Ja, eben, aber warum ja. heißt der jetzt Yusuf? Weiß ich nicht, der nennt sich jetzt so. Ach so, okay. Also jetzt im Ernst, das war jetzt auch kein Scherz. Oh mein Gott. Ach, hast du schon das Debakel der Woche? Obwohl, ich will nicht über sowas reden. Ich find's schon schlimm, dass ich davon weiß. Das trendigste Video momentan auf YouTube mit den meisten Dislikes. Die meisten Dislikes? Ja. Das ist bestimmt was mit Frauke Petri oder so. Hm? Nee, schlimmer. Bibis Beauty Palace. Was? Ja, die hat sich gedacht, hey, ich sollte mal unbedingt meine Kinderarmee von Zuschauern da noch mehr ausbeuten, als nur mit irgendwelcher Schleichwerbung. Übrigens, kauft euch alle... Nein. Aber um wen geht's jetzt? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Bibis Beauty Palace. Ah, okay. Und die, was ist damit? Also die hat sich gedacht, ich habe ja sowieso noch nicht genug Geld und deswegen will ich jetzt Musik machen. Hat den Titel zur Vorbestellung angeboten, ohne dass man ihn jemals hätte hören können. Mhm. Für 4,99. Naja, wer so dumm ist, das vorbestellt, dem gehört es auch nie anders. Ja, eigentlich, aber die armen Kinder. Und die armen Eltern. Naja, es ist wie die Jamba-Klingeltöne, die waren auch scheiße. Richtig. Okay, Bibis Beauty Palace, aka Jamba Klingeltöne 2017. Ja, und das gibt's jetzt schon zu hören inzwischen? Ja, das gibt's jetzt zu hören und es hat sehr, Resonanz erzeugt. Ich google nicht, das mal. Ich möchte nicht von positiver sprechen. Bibis aber, Beauty Palace. Aber trotzdem, irgendwie finde ich, hat es etwas Beruhigendes, dass so eine Sache so oft gedisliked wird. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kenne Bibis Beauty Palace nicht mal. Huch. Ich habe es mir auch nie angesehen. Ich weiß, dass es existiert, aber... Ist das so eine Fashion-Bloggerin oder so? Irgend sowas in der Art, ja. Und die hält so ziemlich in jedem Video halt irgendwelche Make-up-Produkte von ihren Sponsoren ins Bild. Das finde ich genauso langweilig und uninspiriert wie diese Typen, die auf YouTube irgendwelche Videospiele immer spielen. Ja, finde ich auch. Also das hat echt, das ist unnötig. Wer schaut sowas? Ja. Ich nicht? nee, wirklich nicht. Kann ja auch gar nicht. Kannst du dann mal bitte deinen Text weiterlesen? Nein, Quatsch. Das ist dein Text. Mein Text. Das scheinen die Blumen zu sein, die auch um das Anwesen herumwachsen. Okay.